Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension. Diesmal von dem teuersten Buch, was ich besitze. Das habe ich gekauft in der Edition Fantasia. Und ich kann mich nicht erinnern, für ein Buch schon mal mehr Geld ausgegeben zu haben. Deshalb bin ich lange um das Buch rumgeschlichen. Und immer wenn ich auf der Webseite von Edition Fantasia geschaut habe und nach neuen Büchern gesucht habe, habe ich das gesehen mit das Cover schon immer so. Ich fand das so toll, aber ich habe gedacht, boah, so viel Geld für ein Buch. Und dann habe ich mir überlegt, warum muss man eigentlich immer auf den Preis achten? So, es ist dann immer so eine Abschätzungssache. Man liest den Klappentext und sagt, ja, der könnte mich interessieren. Aber interessiert er mich so viel, dass ich jetzt wirklich so viel Geld ausgebe? Dann ist das Buch blöd oder es hat mir nicht gefallen, dann habe ich so viel Geld dafür ausgegeben. Aber an sich ist das, ja, es ist auch eine legitime Überlegung, finde ich. Aber ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich versuche das jetzt. Und dann habe ich mir dieses Buch bestellt und es ist auch gekommen, Das Gesicht im Eis von John Bellairs. Ich habe auf der Webseite im Kleinen halt immer dieses Cover gesehen und fand das so toll, wie dieses Gesicht hier in diesem Wald und da unten die beiden kleinen Zauberer. Das fand ich beeindruckend, auch von hinten. Es ist toll illustriert, toll gemacht. Der Illustrator hat auch im Inneren dieses Buches immer wieder Illustrationen drin. Die zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das ist ein gewisser Alexander Ude, der dieses Buch illustriert hat. Und die Hintergründe dazu, warum und wie Alexander Ude und Joachim Körber zusammengefunden haben, das gibt es in einem kurzen Interview mit Joachim Körber, das ihr auf der Webseite, auf dem Blog von Creepy Creatures findet. Das gibt nochmal so ein paar Hintergrundinformationen. So, das ist also John Bellairs Das Gesicht im Eis. Es kommt in einem Schuber, in einem, wie ich finde, außergewöhnlich schönen, weil es unheimlich schön glitzert und glimmert, weil es ist irgendwie so beschichtet. Und auch das Buch im Inneren. Ich entferne jetzt mal vorsichtig den Schutzumschlag für einen Moment. Ich filme das gerade noch mal groß ab auch, aber es glitzert unheimlich. Ich finde das einfach toll. Und wenn man es aufschlägt, direkt auf der ersten Seite dieses Einband hier, findet man eine Karte. Ich filme das noch mal alles gesondert ab. Bücher mit Karte sind meistens Fantasy. Nicht immer, aber in einer ganz, ganz hohen Prozentzahl, wenn man irgendwo eine Karte vorne drin findet, ist das Fantasy. Das gibt's. Ich weiß nicht, ob es das schon vor Herr der Ringe gab, kann ich nicht sagen. Aber da zum Beispiel war das so und auch in vielen modernen Fantasy-Büchern ist irgendwie eine Karte mit drin, um die Geschichte irgendwie räumlich auch anzugliedern. Ich bin kein großer Fantasy-Fan, weil ich der Meinung bin, oder für mich persönlich, fast alles, was an moderner Fantasy rauskommt, für mich irgendwie der Aufguss eines Aufgusses von irgendwas ist, was schon lange herkommt, was es schon lange gibt. Es sind zu wenig eigene Ideen, es sind fast immer die gleichen Abläufe, so scheint es mir zumindest. Und deshalb lege ich 80% der Klappentexte für mich beiseite, wenn ich im Buchladen stöber oder auch wenn ich im Internet schaue, 80% fällt weg, weil ich nicht glaube, dass mich dieses Buch interessieren könnte. Auch Das Gesicht im Eis ist Fantasy und das hat mich eben auch noch zögern lassen und habe dann irgendwann gesagt, dass ich versuche das jetzt. So, ich lese euch als erstes zur Einstimmung mal den Klappentext vor, der übrigens nicht hinten im Buch drin ist, sondern hier in dem Einband. So. Prospero und Roger Bacon sind zwei Hexenmeister, die es verstehen, die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Eines Tages fällt ein dunkler Schatten auf die bizarre Unterkunft von Prospero. Unheimliche Wesen belagern die beschauliche Gartenidylle. Seltsame, schreckliche Ereignisse nehmen ihren Lauf. Und die beiden Zauberer müssen ihr ganzes Können aufbieten, um einer Bedrohung zu trotzen, die das Ende nicht nur einer, sondern vieler Welten bedeuten könnte. Es ist eine Geschichte, die tatsächlich... Man darf da eigentlich keine Parallelen ziehen, so. Aber diese Grundidee zum Beispiel vom Herrn der Ringe, dass es fröhliche Völker gibt, die ganz unbedarft leben und die ein schönes Leben haben, wo es kein Dunkeln, kein Grauen gibt, aber so langsam selbst bis ins schöne grüne Auenland sich ein dunkler Schatten wirft. Und je näher man dem Ursprungsort dieses Schattens kommt, desto dunkler und bedrohender wird das. Das gibt es hier auch. Also Prospero, das ist der Magier,
mit dem das Buch anfängt. Man sieht ihn, wenn man liest, vor dem inneren Auge in seinem Haus, was so verwinkelt ist, ein bisschen baufällig, schiefe Türmchen, aber einen schönen kleinen Garten hat. Da sitzt er und raucht seine Pfeife und macht einen Zauberspruch, den er wirkt und sich danach erstmal am Kopf kratzt und sagt, ich kenne diesen Zauberspruch seit Jahrzehnten, ich habe keine Ahnung, was er bewirkt. Das ist eine ganz, ganz unterschwellige Art von Humor, die ich gut finde. Das sind keine platten Schenkelklopfer oder keine lustigen Späßchen oder sowas. Es ist auch nichts Oberflächliches, sondern man kann so ein bisschen schmunzeln, wenn man verstanden hat, warum er das jetzt gerade gesagt hat. Prospero ist ein Zauberer, also ein magisches Wesen, aber er hat im ganzen Buch über durchaus menschliche Züge. Und es gibt immer wieder Situationen, wo man so ein bisschen über Prospero schmunzeln kann. Das nimmt ihm nicht die Ernsthaftigkeit und das nimmt auch der Situation nicht wirklich die Dramatik, weil die Situation wird im Laufe des Buches immer dramatischer und auch die Reise, die die beiden antreten, wird immer dunklerer und düsterer. Die Atmosphäre wird immer bedrückender und immer mehr an Wesenheiten und an äußeren Begebenheiten kommen dazu, die nichts Humorvolles mehr haben. Naja, aber am Anfang wirkt das alles noch schön. Er schaut in den Garten, auf seinen Springbrunnen. Und irgendwann kommt sein alter Freund Roger Bacon zurück, der gerade in England gewesen ist. Und die beiden sitzen zu Hause, essen was, trinken was. Und Prospero erzählt von einem Traum, wie es am Anfang wirkt, wonach er irgendwie etwas gesehen hat, was er sich nicht erklären konnte. Und dem möchte er irgendwie auf die Spur gehen. Es gibt so leichte Anhaltspunkte, was es sein könnte. Und dann gehen die beiden auf die Reise. Sie wissen, dass irgendetwas um das Haus von Prospero herum, irgendwer, irgendwas ist, was da nicht hingehört und was da auch noch nie war. Und das macht Prospero so ein bisschen Angst, aber vor allen Dingen weckt es seinen Entdeckergeist. Er fühlt sich in seinem Haus sicher. Aber er weiß, wenn er rausgeht und dieses Etwas oder sowas näher auf ihn zukommt, könnte das gefährlich werden. Also sucht er nach einer Möglichkeit, zusammen mit Roger Bacon zu entfliehen. Und, Flucht ist es. Es ist im weitesten Sinne eine Flucht, aber keine durch eine direkte Bedrohung, aber durch eine, die Prospero ahnt und der er versucht zu entkommen und zuvorzukommen. Und da gibt es auch schon den ersten magischen Moment, der für mich was unheimlich Schönes hatte. Prospero nimmt ein kleines Boot, so ein Modellbötchen und geht zusammen mit Roger Bacon unten in seinem Haus durch den Keller und schiebt ein Regal beiseite und gelangt auf einmal in eine Art andere Welt. Das ist kein Dimensionstor, aber unter diesem Haus gibt es einen unterirdischen Fluss, der so vor sich hin plätschert und irgendwo verschwindet. Und tatsächlich treten sie dann in eine andere Welt ein, also nicht mehr in die fröhliche, lustige Welt dieses lustigen Häuschens. Und ich habe nur gedacht, was wollen die jetzt da mit dem Modellboot? Ich habe erst gedacht, lassen uns das Modellbötchen mal fahren. Aber nein, Prospero erwirkt einen Zauber. Die beiden werden ganz klein und steigen auf dieses Modellbötchen und fahren dann mit dem Modellbötchen auf dem unterirdischen Fluss. Und dann geht die Geschichte langsam los. Es ist eine ganz eigene Form von Fantasy, die sich an nichts Modernem, soweit ich es kenne, an nichts Modernem orientiert, sondern seinen ganz eigenen Regeln und Ideen folgt. Und das finde ich toll, das hat mich fasziniert. Am Anfang dachte ich, Prospero, ist das eine gute Wahl für den Namen? Weil Prospero ist auch gleichzeitig der Zauberer in Shakespeares Der Sturm, der da auf seiner Insel lebt. Und gibt es ja diesen Ariel, den Geist. Und wie das angelehnt ist, das muss man selber rausfinden, ob man Parallelen sieht oder ob man keine sieht. Mit Sicherheit wird sich John Bellairs irgendwas dabei gedacht haben, diesen Zauberer eben nach der Shakespeare-Figur zu nennen. Das Buch ist ein bisschen ein Reiseroman, denn die beiden fahren dann mit diesem Schiff los, mit diesem Modellbötchen, kommen gleich am Anfang schon in die erste gefährliche Situation und steigen irgendwann wieder aus dem Boot aus und die Reise geht eben weiter. Und je näher sie dem Ursprung, und Prospero vermutet da ja was, kommen, desto düsterer wird das und auch desto albtraumhafter wird die ganze Geschichte. Es sind ganz viele verschiedene Ideen da drin von Horror, ich nenne es jetzt mal Horror, von Wesen, aber auch von
von Erscheinungswesen, von geisterhaften Erscheinungen bis hin zu Täuschungen, zu Vorspiegelungen und geht dann weiter, dass Träume so ein bisschen in die Wirklichkeit übergehen oder man nicht genau weiß, ob die Wirklichkeit ein Traum ist, ob Traum die Wirklichkeit ist. Ein unheimlich dichtes Buch mit einer unheimlich dichten Atmosphäre, vielen einzelnen kleinen Stationen, die ihren eigenen Grauen haben, ihr eigenes Grauen haben, ihre eigene dunkle Bedrohung haben, wenig positiven Figuren, außer Prospero und Roger Bacon. Aber es gibt auch immer mal wieder so einen Lichtblick in der Dunkelheit. Und also irgendwann kommen sie an das Gehöft eines Bauern, der tatsächlich ihnen hilft und sie unterstützt und für so einen Moment das Dunkle und das Grauenhafte mal draußen bleibt. Was John Bellairs wirklich faszinierend schafft, ist eben diese Kreation der ganz eigenen Atmosphäre, die ich kenne nicht jedes Fantasy-Buch, gebe es gerne zu, aber die ist für mich ganz eigen, habe ich so noch nicht gesehen. Es wird immer wieder so ein bisschen aufgelockert durch Prospero und so leichte, ganz, ganz leichte Anflüge von ganz, ganz unterschwelligem Humor. Also ich sage dazu, es ist kein lustiges Spaßzauberbuch, wirklich nicht. Es ist ein dunkles Buch mit einer düsteren Atmosphäre, aber es gibt immer mal wieder so Momente, die eine gewisse Art von Humor haben. Zum Beispiel, und dann höre ich auch auf mit den Beispielen, irgendwann müssen Roger Bacon und Prospero gucken, dass sie eine weitere Distanz überqueren und nicht nur alleine zu Fuß oder auf Pferden sind, weil sie sind müde. Und dann wirken sie auch einen alten, fast schon sagenähnlichen Zauber. Sie müssen aus irgendeinem Gegenstand eben eine Kutsche machen. Am besten wäre ein Kürbis. Eine Kutsche aus Kürbis ist auch nichts Neues, gibt es auch schon. Und dann ist aber gerade kein Kürbis da und dann nimmt man eine etwas angematschte Tomate. Und was da am Ende als Kutsche rauskommt, ist dann eben auch nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Das sind so Momente, wo man ein bisschen schmunzelt. Die sind aber auch schnell wieder vorbei. Dann wird es dunkel und düster und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Für mich, ich habe jetzt schon ein paar Bücher aus der Edition Fantasia gelesen, was sich tatsächlich immer wie ein rotes Band durchzieht, ist, dass keine der Bücher, die ich gelesen habe, frei von einem gewissen Humor oder einem gewissen Wortwitz oder einer gewissen Art von Witzigkeit eben sind. Immer, fast immer auf eine ganz dezente Art und Weise. Es gibt nur eine Ausnahme, fällt mir jetzt aber der Titel nicht ein. Ich glaube, das ist ganz bewusst so gewollt von Joachim Körber. Vielleicht habe ich auch die anderen Bücher nicht gelesen, die sind alle nicht so, ich weiß es nicht. Aber das, was ich bisher gelesen habe, da ist immer ganz, ganz, ganz sanfter Hauch von Humor dabei. Auch das wunderbare Land der Schnärke, da war es deutlich mehr Humor. Es spricht absolut für das Buch und für mein Empfinden, dass das für mich und das Buch zusammenpasst. Also, dass das Buch und ich passen, weil ich kann mit Humor ganz wenig anfangen. Ich bin auch niemand, der zwei Terry Pratchett-Bücher am Stück lesen könnte, weil es mir irgendwann auf die Nerven geht, dieser Witz da drin, obwohl ich ihn toll finde und Terry Pratchett da sicher auch mit Sprache ganz toll spielen kann, umgehen kann. Für mich ist es nichts. Ich lese gerne Fantastik, bei der ich mich grusel und bei der die Ernsthaftigkeit im Vordergrund steht. Ja, das ist eigentlich schon fast alles, was man dazu sagen kann. Ich habe so ein paar Beispiele gebracht und habe über die dunkle Stimmung und die Spannung und die vielen unterschiedlichen Erscheinungsformen von Dunkelheit und von Horror erzählt. Ich möchte auch gar nicht so sehr weiter auf die Parallelen zum Herrn der Ringe eingehen, weil es ist auch doof, immer alles mit Herr der Ringe erklären zu wollen. Aber es gibt halt tatsächlich so ein paar Parallelen. Dieses namenlose Grauen, was nicht in Erscheinung tritt, ist hier auch so. Es tritt praktisch nicht in Erscheinung. Es ist weit weg, es ist diffus. Es nimmt aber alle Ländereien und Welten und Völker im weitesten Sinne, also Städte, Gemeinden, nimmt es mit ein. Es ist unterschwellig präsent und versucht auch, sich wirklich zu materialisieren. Und das ist ähnlich wie bei Herrn der Ringe. Man spürt es, man weiß, es ist da. Und es blitzt immer wieder mal kurz auf. Und man weiß, es ist nicht weg, auch wenn es für einen Moment nicht präsent ist. Und das ist ähnlich hier. Auch dieser Reiseroman, dass da zwei Freunde gemeinsam eine Reise begehen, und da sind schon Ähnlichkeiten. Aber nochmal, ich bin selber jetzt mal vorsichtig mit diesem parallelen Sucherei. Es ist ein unheimlich schönes Fantasy-Buch. Es ist ein untypisches Fantasy-Buch, weil es einen hohen Horroranteil da drin hat, behaupte ich jetzt einfach mal.
Es ist, hat was ganz Tolles. Also es hat was Einnehmendes und es liest sich schnell, weil es flüssig zu lesen ist und weil es immer wieder Stellen gibt, immer wieder Standorte, Punkte, Stationen gibt, wo was passiert und man diesen beiden Personen auch so nahe kommt. Es ist jetzt schwierig für mich, es jedem zu empfehlen, weil ich möchte nicht dran schuld sein, dass ihr am Ende so viel Geld ausgebt und sagt, es hat mir nicht gefallen. Ich finde es ganz toll. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Fantasy-Buch, was eine Stimmung hat, die ich so noch nicht erlebt habe, noch nicht gesehen habe und die so wenig auf dieses Bombastische und dieses Epische und diese Breite und Völkerschlachten bla 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 setzt, sondern seine ganz eigene magische Welt und seine ganz eigene Reise erschafft. Ja, das ist John Bellairs und das Gesicht im Eis. Für mich, ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Damit schließe ich jetzt. Ich bin froh, dass ich das Geld ausgegeben habe und für mich hat es sich gelohnt. Das ist ein sehr schönes Buch, das einen schönen Platz in meinem Bücherregal bekommen wird. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bin gespannt, ob ihr von John Bellairs schon mal was gehört habt, ob ihr dieses Buch in Erwägung zieht. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Reaktionen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.